Aber okay. Jetzt kriegen wir at random wieder hier irgendeinen Scheiß raus und wir dann mal. Okay, das ist halt richtig sinnlos. 100. Was? Okay, ich brauche eine Info. Wie funktioniert das? Fill the Christmas tree section with the correct colors as indicated on the buckets. Choose the colors. Okay. Ich muss die Sections angeben. Aber warum wird das jetzt nicht braun? Den Weg dahin öffnen. Ich kann die Dinger nicht anklicken. Ach so, oder meinst du, dass ich... Oh, wow. Boah, das wird ja richtig Cancer. Schön die Kugeln ausgelassen. Und nein, jetzt muss ich das alles nochmal anklicken. Oh, aber warum denn? Sieht gut aus, macht auch unfassbar viel Spaß. This is where I must leave you. May your way be safe and easy. You are very brave, my friend. Keep going without looking back. Der Magic Cube ist weg. Er verlässt uns. Ich bin nur bedingt traurig drum. Das heißt nämlich keine weiteren furchtbaren Minispiele für uns. Klar geht hier ein magisches Fach auf. Warum auch nicht? Ja, aber was bist du? Toyboy. Also hier steht 42135. Aber ich kann hiermit noch nichts machen. Sieht eher aus wie ein Boy-Toy. Ich finde nicht. Wo gehört denn der Loot jetzt hin? Hier drauf? Ah. I must get Abigail's letter. Ach so, wir müssen. Das war jetzt nur ihre Letterbox, aber ihre Briefe müssen wir auch noch finden, okay. My husband and I yearned for a child of our own. One Christmas. I made that wish with all my heart. Ja. Our wish came true. That following year, I gave birth to our son. Das ist, ganz ehrlich, das Kind ist besessen. Das sah, also die Augen waren schon, also ich weiß ja nicht. Okay, das ist 3, 5,
2, okay, 4, 2, 1, 3, 5. Hurra! What do you want, little boy? I won't give the secret letter to just anyone. Okay, der Ofen spricht mit uns. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, so grundlegend. Sag mal. Oh nein, jetzt fährt das Ding damit irgendwo hin? Oh nein, es ist jetzt einfach ein Wimmelbild. Aber warum? Wir brauchen auf jeden Fall einen Kürbis. Und setzen diesen Apfel wieder zusammen, weil man das so macht. Brauchen wir Weintrauben? Ja. Außerdem eine Tasse, eine Bärenpfote, eine Maske und eine Glühbirne. So, Bearpaw ist wo? Hier? Das wird doch ein ganzer Teddy, oder? Na. So, da ist, achso, da fehlt der zweite Würfel, der ist hier. Und dann fehlt uns noch ein Schleifchen. I've got a little red bow and I bought it for you. Fantastisch, was ist das? Ein Old Oven Tray, alles klar. Ja, doch. Achso, das Rezept muss ich mitnehmen. What? Okay, ich frage einfach nicht nach. Ich lasse das jetzt so. Und gebe dem Teddy erstmal seinen Freund. Was? Ich hab so viele Fragen. Ich hab so viele Fragen. Geht hier noch was? Achso, du. Ja, keine Arme, kein Trommeln, ne? Schade für dich. Nicht. Okay, auf den Löffel muss noch irgendwas drauf? Scheint so. Wahrscheinlich Gewürze oder so. Der Ofen kriegt nicht das Rad? Das würde so gut dahin passen. Auf jeden Fall noch eine Pfote. That hair must feel awful without its paws. Das ist ein Stoffding, das fühlt einen Scheiß. Aber ja, ihm geht's bestimmt ganz schlecht. Wir müssen ganz dringend die Pfote annähen. Auf jeden Fall ohne Betäubung. Vielleicht einen Tierarzt rufen? Ich bin mir nicht sicher. Klar. Vollkommen logisch. Nee. Achso, müssen wir gar nicht hin. Müssen hier hin.
Einfach ein bisschen Zucker auf den Teig, passt schon. Und rein in den Lachs. He was such a courageous and daring boy, which earned him many friends. I loved all of his friends, except for that troublemaker, a neighbor boy named Matt. Is it possible I sensed what was to come? Okay, der Keks bleibt da jetzt auf ewig drin, ja? Na meinetwegen. Achso, wir brauchen dann noch irgendeinen Griff. Alles klar. Wir haben Buttons gefunden. Die sind. Nee, für den Baum brauchten wir drei, oder? Ah, das sind die schon nicht so. Schön. Traumhaft. Naja, kann passieren. Okay, was machen wir jetzt mit den Buttons? Wollen die immer noch was oder sind wir da jetzt fertig? Die sehen happy aus. Du willst immer noch Arme haben, ja gut. The oven door hasn't got a handle. Naja, aber eigentlich schon, oder? Ist das hier nicht der Handle dafür? Weiß ich halt nicht. Erstmal das Ding mitnehmen. Das ist elementar wichtig. Okay. Knöpfe sind total für die Schublade, ja, danke. Die passen halt überhaupt nicht dazu, aber... Also so rein optisch, aber gut. Jerk, this goblin's going to hate hearing a loud sound. Okay, wir müssen irgendwie ein lautes Geräusch machen. Das heißt, wir brauchen jetzt Drum Bunny. Hier stecken wir einfach wieder ran. Das soll schon schief gehen. Dann können wir... Der Duracell-Hase? Nee, dafür hat er zu schnell aufgegeben. Nix Duracell, sowas ist... Natürlich fehlt hier noch ein Schlüssel. Und da muss das Rad hin. Oh, come on. Es ist halt echt so ein... Oh, hier, du könntest weiterkommen, aber... Du brauchst erstmal noch drei Items, bevor es weitergeht. Es ist halt so... Leute. Warum sammle ich denn jetzt die Dinger? Okay, da komme ich auch nicht hin, bevor der Molch da weg ist. Okay, aber zumindest können wir jetzt die Lampe komplettieren. Da ist hoffentlich der Schlüssel für die Maus drin. Perfekt. Dann können wir endlich dieses fantastische Minispiel machen. Achso, das Ding muss einfach nur laufen, ja? Ist das der Deal? Also, linksrum. Läuft es dann noch automatisch im Feld, oder?
What? Oh, wir sind nicht... Okay, ich verstehe. Wir drehen das Feld. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Dann bist du da. Dann bist du da. Ich kann mir das gerade nicht vorstellen, ne? Was? Sinn. Okay, diese Steuerung ist super weird. Nicht, ne? Das ist der falsche Weg. Wir fahren zu umständlich. Wir haben nicht genügend Anweisungen. Ja. Das ist schon falsch. Okay. Gerade in meinem Kopf auch voll nicht gerallt, wie das funktioniert. Ich finde es total weird, wie die Maus sich dreht. Macht das so einen Sinn? Okay. Fantastisch. Was ist das? Ein ovaler Rahmen. Okay, fantastisch. Und ein Firecracker. Können wir den einfach in den Ofen schmeißen? Nicht. Aber den können wir anzünden. Maybe. Maybe. Also jetzt können wir auch gar nicht mehr an die Kerze, schade. Wäre voll gut, wenn wir den Knaller da anzünden könnten, aber... Ja nun, das wäre auch einfach. Okay, da brauchen wir eine Map. Aber da sind Kerzen. Kann ich dann nicht den Böller anzünden und dann das Vieh erschrecken? Also da steht... Aber warum denn? Ich will das alles nicht. Okay, I don't get it. Ich muss jetzt bestimmt an der Laterne das Dynamit entzünden. Es war sogar meine Idee, aber ich kann nicht mehr an die Laterne. Hier ist halt einfach kein Hotspot mehr. Ich kann da nicht mehr hin. Schön, dass ich so ein ruhiges Spieltempo habe. Ist ein Wimmelbildspiel. Also, wie soll ich da ein hohes Spieltempo haben? Hm.
Manche rennen da regelrecht durch. Ich wünschte an der Stelle gerade, ich wäre schneller. Auf dem Dachboden bei dem Ding. Ja. Und du meinst, ob ich den Böller bei dem Ofen entzünden kann? Nein. No, I cannot. Weißt du was? Ich muss das Ding gar nicht anzünden. Es funktioniert einfach so. Vollkommen logisch.